war unfassbar. So, einen Schluck getrunken und auf geht's. Messer raus. Oh. Das sieht doch jetzt schon gut aus. Schweifen wir mal kurz ab und pflanzen mal hier alles. Dann haben wir ganz viel Braut. Habe ich eigentlich schon... Ich könnte mich erinnern, dass ich in einem Dungeon war und dort andere Samen gefunden habe. Ich könnte natürlich auch nachgucken. Könnte natürlich auch sein, dass ich das bei einem anderen Minecraft-Spiel gemacht habe. Ha, siehste? Da richtig sehe ich, dass man da doch nur Erde drunter gemacht hat. Tja, so ist es halt. Wow. Dass das so viel verbraucht, hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Hm. Egal, dass wir die erste Reihe wachsen, dann haben wir danach bestimmt genug. Und neues Lied bitte. Gut, scheint kein Creeper in der Nähe zu sein. So mag ich das. So lob ich's mir. Also, dort ist der Mittelpunkt. Ah, verdammt. Das für die Umrandung. Verdammt. Mal eins frei, damit wir auch den Unterschied sehen. Natürlich da stehen Gras oder Erde, Dreck, whatever. Und dem, was ich hier als Markierung gesetzt habe. So. Irgendwie sieht das schief aus. Ja, weil hier nur drei sind. Einfach dran und machen zwei hoch, damit uns ja auch kein Vieh reinspringt. Dann ist das dann quasi ja schon sicher, außer es bohrt was, dann ist es natürlich nicht sicher. Ups. Hep. Das ist genauso schlimm gerade. Ich mag gern was Fröhliches. Egal. Jetzt erstmal direkt hübsch muss es aussehen, wenn es fertig ist. So. Haben wir das soweit. Brauche ich erstmal Wasser. Bloß nicht irgendwo drauf treten. Gucken, ob das auch so funktioniert, wie ich das wollte. Genau, und hier ist Schloss und da fällt das dann runter. Ah, nein. Die ganze Zeit gegen das Wasser schwimmen. Lalala. Oh, was macht ihr heute noch so? Also, der Tag heute war eigentlich doch, doch schön, möchte ich meinen. Gucken, ob das jetzt wirklich so funktioniert, wie ich das gern hätte. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, aber egal. So. Ich hau mal den da weg. Setz das gesamte Wasser dorthin. Oh, funktioniert immer noch. Fangen wir einfach mal an. Passt ja schon mal wunderbar. Falsch. So, so. Wer es noch nicht erkennt, das soll eine Kaktusfarm werden. Kakteen wachsen ja bekanntlichermaßen nur auf Sand. Und natürlich nicht, wenn etwas neben ihnen ist. Obwohl, das ist falsch gesagt. Sie wachsen trotzdem. Selbst wenn etwas neben ihnen ist. Aber das stört sie halt. Ja, erstmal neues Wasser. Kommt man nicht drum rum. Bloß nicht auf die Pflänzlein treten.
So. Nee, das ist schon schlecht. Ham. So sieht's doch gut aus. Nee. Weiter. Lauf doch einfach durch. Weiß man jetzt noch nicht, ob das funktioniert, so wie ich das gerne gleich hätte. Wahrscheinlich nicht, aber... ist ja egal. Geht ja erstmal ums Prinzip, wa? Also funktioniert das schon mal. Aber es nimmt bis jetzt nur die halbe Form ein. Das Problem ist, wenn ich es hier oben hin mache, funktioniert es dann wieder nicht. Wenn wir es ja hier reinmachen, dann wird ja quasi der Hauptfluss gebremst, aber wenn wir das zumachen... Warum gehst du da nicht weiter, Wasser? Brauchen wir noch ein Loch, wo es alles reinfällt, genau. Das ist trotzdem eins zu viel. Ich hab doch ganz viel Erde abgebaut. Doch her. So. Fackel. Ja, das sieht doch gut aus. Genau so wollte ich das doch. Da. Genau, das fließt dort hin. Das fließt nach da. Das fließt nach da. Das fließt nach dort. Fließt komplett durch. Strömungen sind auch gut. Perfekt! Genauso sollte das aussehen. So, jetzt kommt der große Clou. Wie auch immer. Die wachsen ja nur. Solange, genau, die wachsen so, solange jetzt hier nichts aneckt. Wenn da aber jetzt zum Beispiel da ein Erdblock ist, genau, wachsen sie nicht mehr. Also werden wir jetzt hier überall Erdblöcke draufsetzen. So, die hinteren beide weg. Genau, ja, da brauchen wir jetzt ja nicht. Noch hier vorne. Komm, wir machen das jetzt mal ein bisschen einfacher. Und sneaken uns einfach so durch. Hep. Hep. Und noch eins. So, der weg. Der weg. Und der weg. Können wir gleich mal die Strömung begucken. Hängt nirgendwo was? Nö. Alles? Ah. Alles relativ gut aus. Gucken wir mal unten, ob das auch alles unten ankommt. Ha! Wunderschön. Plopp. Plopp. Wasserstraßen sind so sinnvoll und so nützlich. Es hat auch die Ecke hier einen Sinn. Vorhin habe ich mich ja noch... oder war das vorhin? Weiß es nicht. Irgendwann habe ich mich ja gefragt, ob die noch jemals einen Sinn haben wird. Also hat es auf jeden Fall einen Sinn. Machen wir die noch ein bisschen hübscher mit so einer Platte. Hep. Jetzt müsste ich eigentlich noch... Steinchen. So. Da noch. Da noch. Das reicht. Ah, die sind aber immer noch zwei hoch. Das, so geht das aber nicht. Ah. Komm, hack durch. Hep. Hi. Mal Licht hier machen. Und da läuft's runter. Hep. Ah. Hep.
Gut, super. So funktioniert das, damit hier auch nicht, falls doch mal was mit reingespült wird, was dann nicht reingehört, damit das dann entfernt wird oder beziehungsweise halt nicht weiterkommt, ertrinkt oder so. Ja, so sieht das doch schon schöner aus. Yep. So fahren wir uns auf jeden Fall einiges an Pflanzen zusammen. Zu verdienen. So, das war Plan Nummer 2, beziehungsweise, weil ja die Farm Plan 1 war. So. Und dann möchte ich hier noch eine Farm haben. Ja, ich werde die dann noch richtig ummanteln. Ach, schon so spät. Ich gehe mal lieber. Mystische Dungeon-Geräusche. Geräusche. Ich bin schon... Ah, Angst. Schlaf gut. Om nom nom. Oh, ich kann einen Schluck trinken. Schön. Apropos, trinken. Ich könnte mal wieder was essen. Nom nom nom. Lecker. Wie sieht's hier aus? Wächst. Das habe ich mir als letztes gesetzt und wächst am besten da. Aber offen ist gut, weil falls es doch mal regnet, wird es dann gleich mit bewässert. Ja, 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 ja. So, weil ich noch ein paar Samen brauche, mache ich mal hier die Blöcke richtig weg, so mit der Hand. Also im Sinne von hier oben das Gras, weil das, wie ihr seht, die Samen rausfallen. Ich habe mir schon bei der Farm überlegt, ob ich das alles automatisiert mache, aber viel zu wenig Redstone, glaube ich, dafür. Und soll nicht daran scheitern.